Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Für alle, die ja vor wenigen Tagen The 50 auf Amazon Prime Video gesehen haben, haben es mitbekommen. Yassin konnte seine Finger nicht bei sich behalten und hat mit Jenny Elvers ein bisschen rumgefummelt, was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist, oder? Naja, da gingen die Meinungen im Netz ziemlich auseinander, während einige sagen, pff, ja, das kennt man doch schon von Yassin, sagen andere, Mensch, die arme Jenny, die weiß gar nicht, wie ihr passiert. Ich habe mal reingeguckt, was aktuell im Netz los ist, beziehungsweise wie denn das Statement von den beiden dazu ist, denn einige vermuten jetzt auch noch die große Liebe, eine Partnerschaft zwischen den Beinen, das hat Jenny Elvers aber dementiert. Auch das schauen wir uns an heute hier in diesem Liebesspezial. Und wenn jemand Experte in Sachen Liebe zwischen Trash-Promis ist, dann seid es ihr, diese Community, die schon seit einer längeren Zeit die verschiedenen Trash-Liebschaften hier mitverfolgen. Von wölkigen Affären bis hin zu heiteren Vergnügen. All das hier auf diesem Kanal. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, fühlt euch herzlich eingeladen, diese mittelgroße Trash-Familie zu abonnieren, meine Lieben. Wir gucken als erstes mal bei Yassin rein, denn er hat richtig gutes Feedback bekommen in dieser Show. Alle sind von ihm begeistert. Ich war ein bisschen überrascht, denn ich habe mich eigentlich eher ein bisschen genervt gefühlt von ihm. Aber wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander und wir gucken mal rein, was Yassin uns zu berichten hat. Feuer frei. Heute einen wunderschönen Dienstag zusammen, genau. Ich wollte mal sagen, danke, 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 danke für dieses ganze positive Feedback zu The 50. Ich muss auch sagen, es ist einer der, wenn nicht sogar die geilste Show mit Kampf der Reality Stars, bei der ich je mitgemacht habe. Also wenn es um Challenges geht und alles und Allianzen schmieden und so, ist genau mein Ding. Und ich liebe es. Ich glaube, man sieht auch, dass ich wieder richtig aufblühe in dieser Show. Es macht unnormal Spaß zu gucken, wirklich. Und ich kann euch nur sagen, das waren jetzt die ersten 4 Folgen. Ich glaube, es gibt insgesamt 14 Folgen. Ihr könnt euch freuen, es wird noch geiler, noch spannender, es wird der Wahnsinn. Also desto weniger es werden, desto krasser wird's. Und ich lieb's. Also The 50 ist the shit. Leute, holt euch Amazon Prime Video, schaut euch das an, es ist der Wahnsinn. So, dann haben wir die Kommentare, die er gepostet hat. Ich das die ersten 4 Folgen direkt durchgesucht. Das soll wahrscheinlich heißen, ich habe Party-Mensch und alles für die Community. Frag mich nicht, warum, aber ich glaube echt, du gewinnst das Ding. Ich sterbe noch wegen dir. Wie kann man einfach jede Show rocken? Liebe es. Also das sind die positiven Nachrichten, die er bekommen hat. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Yassin nur ausschließlich positive Kommentare bekommen hat. Das glaube ich einfach nicht, denn es war nicht alles positiv, das muss man einfach so sagen. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden und Yassin ist davon überzeugt, dass hier alles super war. Wir gucken jetzt mal parallel bei Jenny Elvers in die Story rein. Da wird sie sich, und das kann ich schon vorab sagen, auch nicht zu der Liebschaft zu Yassin äußern. Aber sie wird sich äußern über die Vorgeschichte, wie es alles vor The 50 war, als sie schon vorab hingefahren ist. Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, deswegen hören wir mal bei Jenny rein. Ich verrate euch mal ein klitzekleines Geheimnis zu The 50. Gar nicht so spektakulär, jedenfalls nicht so spektakulär wie die ersten 4 Folgen, die jetzt online sind bei Prime Video. Im Vorfeld sind wir also zum Teil ein paar Tage eher nach Paris eingeflogen worden. Manche wirklich nur einen Tag vorher. Ich glaube, bei mir waren es 4 oder 5 Tage vorher. Und ja, alle in unterschiedlichen Hotels und wir mussten uns da natürlich irgendwie beschäftigen. Also haben wir eine Polaroid-Kamera in die Hand gedrückt bekommen. Was soll ich sagen? Die Polaroids sind nicht so wahnsinnig toll geworden, aber da seht ihr, was ich gemacht habe. Lesen mit meinem Gummiband, da ein bisschen Sport gemacht. Lesen, schlafen, Sport. Gegessen habe ich nochmal zwischendurch. Das war so der erste Teil. Also es geht halt darum, dass sie natürlich ein bisschen früher anreisen mussten. Dann mussten sie ihre Handys abgeben. Das kommt aber gleich noch, um sich denn dann so ein bisschen von der Öffentlichkeit abzuschotten. Denn The 50 war ein absolut geheimes Projekt. Das muss man dazu sagen. Da sind erst einige Informationen durchgesickert, als Tatsache Valentina und Gigi nicht am TV-Format teilnehmen durften, beziehungsweise rausgeflogen sind aufgrund der Sommerhaus der Stars-Eskalation. Wir hören mal noch in die zweite Story rein.
Warum denn mit einer Polaroid-Kamera, möchte man fragen? Tja, weil uns natürlich die Handys abgenommen worden sind. Wir sollten im Vorfeld nicht miteinander kommunizieren, am besten sowieso gar nicht wissen, wer denn die anderen Kandidaten sind. Natürlich ist der eine oder andere miteinander befreundet. Und ja, man hat schon so ein paar Ahnungen, ein paar Namen gehabt. Aber ganz konkret wusste keiner Bescheid. Deshalb waren die Handys weg. Genau, das sind im Übrigen noch die drei Polaroid-Bilder, die Jenny Elvers gepostet hat. Aber das erstmal von ihr dazu fand ich als Hintergrundinformation für die, die sich für The 50 interessieren, ganz interessant. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht es denn jetzt mit Yasin und Jenny Elvers überhaupt aus? Ist das wirklich nur ein bisschen Geknutsche und Gefummel gewesen oder lief da mehr? Und da habe ich für euch nämlich diesen Artikel rausgesucht vom 1.3., also schon ein bisschen älter, aber es geht ja um die Information, die wir eventuell heute brauchen. Und zwar, Zitat, Jenny Elvers spricht Klartext. Das lief wirklich zwischen ihr und Yasin. München, schon vor der eigentlichen Ausstrahlung von The 50 haben Jenny Elvers und Yasin für ordentliche Schlagzeilen gesorgt. Denn Jenny hatte nicht nur in ihrem Podcast Wanderzirkus davon gesprochen, einem Mitkandidaten in der Show näher gekommen zu sein. In einem ersten Trailer zu dem neuen Prime-Video-Format ist auch schon zu sehen, wie die beiden gleich mehrere Küsse austauschen. Aber was lief denn jetzt wirklich zwischen den beiden Reality-Stars? Immerhin ist Yasin dafür bekannt, auch vor der Kamera nichts anbrennen zu lassen. Zitat Ende. Und das ist ja genau das, was wir auch gesehen haben. Da gehen die Meinungen auseinander. Meine Meinung ist dazu als Meinungsblogger, dass ich es als... Es hat mich insofern nicht gestört, aber ich fand es ein bisschen too much. Also da war die Kamera wirklich sehr viel auf die Beine gerichtet. Es ist kein Inselformat gewesen. Von daher hat mich das halt einfach auch ein bisschen gewundert und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wie echt ist das jetzt, was wir da gerade sehen? Und von Yasin war ich mir eigentlich relativ schnell sicher, so echt kann es ja nicht sein. Aber das sind natürlich blöde Vorurteile. Auch er kann natürlich die große Liebe finden, das muss man einfach so sagen. Doch Jenny hätten Zuschauende vielleicht nicht unbedingt in seinen Armen vermutet. Nach ihrem Liebesaus mit Sänger Mark Terenzi hatte die 51-Jährige zuletzt immer wieder betont, sich vorerst auf sich selbst konzentrieren zu wollen. So viel sei verraten, kurz vor den Wechseljahren flippt die Mutti doch nicht aus, hatte Jenny vor einigen Tagen bereits auf die brodelnden Gerüchteküche um eine Beziehung zu dem 19 Jahre jüngeren Yasin reagiert. In einem Interview mit der Bild verriet die Schauspielerin jetzt aber noch einmal deutlich, dass es wohl nur bei dem Flirt bleiben wird. Ist Jenny Elvers wieder frisch verliebt? Immerhin liegen die Dreharbeiten zu The 50 schon einige Monate zurück und mehr als die Küsse haben es ohnehin nicht gegeben. Mehr ist es nicht, mehr war es nicht und wird es auch nie sein, spricht Jenny Klartext. Yasin sei in ihren Augen ein charmanter Hallodri. Im Nachhinein habe sie sich seine Auftritte in anderen Shows angesehen und dort ein Muster erkannt. Doch die beiden seien im Guten auseinandergegangen, hätten immer noch Kontakt, aber das hat natürlich keine Zukunft, so die Lüneburgerin weiter. Und vielleicht hat ihre Entschlossenheit bei der Frage ja auch noch einen ganz anderen Hintergrund, denn in einem Interview verriet die 51-Jährige, dass sie aktuell wieder jemanden datet. Wer der Glückliche ist, behielt sie aber vorerst noch für sich. Das heißt also, wir können hier abschließend auch sagen, ja, das mit Yasin und Jenny Elvers war halt eine, was auch immer, eine wildknutsche, spontane Reihe. Ich kann es euch nicht sagen, was es genau war. Aber auf der anderen Seite, beide sind erwachsen. Beide können natürlich machen, was sie wollen. Ob sie sich jetzt in TV-Formaten näher erkunden mit ihren Zungen oder nicht, das muss jeder Zuschauer für sich entscheiden, ob man das sehen will oder nicht. Ich für mich hätte, also ob die jetzt ein Pärchen gewesen wären oder nicht, auch das wäre mir egal gewesen. Ich hätte, wenn es so gewesen wäre, den beiden alles Gute gewünscht. Ein Altersunterschied ist zwar da, aber ihr wisst meine Meinung, solange es sich im legalen Bereich bewegt, bin ich für alle Altersunterschiede absolut aufgeschlossen. Die Liebe ist nicht steuerbar und wenn die Liebe zwischen Jenny Elvers und Yasin brodelt, dann wäre das natürlich auch irgendwie schön gewesen. So ist es aber nicht, aber ich freue mich, dass zumindest Jenny Elvers jemand Neues datet.
vermeintlich glücklich ist. Und das wünsche ich natürlich jedem. Meine Lieben, das war ein kurzes Update nochmal zu The 50. Ein bisschen die Beziehungsfrage geklärt für den einen und anderen. Vielleicht ganz interessant. Wir sehen uns aber wieder, nämlich morgen früh um 8 zum ersten Kaffee zu den neuesten Trash News. Abonniert gerne diesen mittelgroßen YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn wir die 30.000 zum 30.03. meinem Geburtstag erreichen, meine Lieben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss.